Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3. Wir haben im letzten Part K. Rool so richtig die Fässer an den Rücken geknallt und ihn damit Elektro gebritzelt. Und jetzt geht's weiter mit der verlorenen Welt. Aber wo ist diese verlorene Welt? Werdet ihr euch vielleicht schon gedacht haben oder es auch schon wissen, diese vier Steine hier im Wasser sind da nicht umsonst. Wir müssen um sie herumfahren und möglichst nicht hängen bleiben, und ich glaube, es war im Uhrzeigersinn. Einfach ist es nicht unbedingt. Weil wir das, weil die Steuerung gerade extrem merkwürdig ist. Ja. Da haben wir's. Und es steigt empor. Mit einem sehr komischen Geräusch. Krematoa heißt sie. Wir gehen zuerst in Boomers Bombenbude. Hugga, mein Name ist Boomer. Ich mache alles kaputt. Die Leute haben mich einfach hier eingesperrt. Ja, zu Recht. So ein Quatsch. Ich sei so gefährlich und so. Meine Brüder interessieren sich vielleicht für diese Bärenmünzen. Ich mag nur die goldenen mit dem B drauf. Für läppische 15 Münzen gebe ich dir eine kleine Kostprobe, warum sie mich Boomer nennen. Sei nicht so, gib mir schon die Kohle. Boomer, lass krachen. Wir zahlen natürlich jede Menge. 14. Gute Idee, Kongs. Du hast damit genau 4 von Boomers Vorführungen gekauft, gebucht, whatever. So, und jetzt sieht man's. Bam. Und bam. Und bam! Und bam! 4 von 5 Steinhaufen sind weg. Wir sprechen nochmal kurz mit Boomer und fragen mal nach. Hatte ich erwähnt, meine letzte Vorführung, 25 Münzen, sie ist es aber definitiv wert. Gut, die haben wir noch nicht. Wir müssen noch ein paar Bonuslevel dafür finden. Aber wir gehen mal zuerst kurz zu Wrinkly Kong und speichern. Das lässt mir nämlich auch Zeit, kurz was nachzuschauen. Und zwar, wie es mit den Bananenvögeln aussieht. Wir haben 12. Okay, gut. 12 ist in Ordnung. Denn genauso viele brauchen wir zufälligerweise auch. Also, zu diesem Zeitpunkt des Spiels können wir nicht mehr haben. Sagen wir es lieber so. Ist etwas deutlicher. Wir haben alle, die wir bisher haben finden können. So, und wir begehen das erste Level. Strampelgetrampel. Und die verlorene Welt ist wirklich schon etwas schwieriger. Und dieses Level ist nicht besonders fein. Es ist etwas ganz, ganz anderes, als das, was wir bisher sehen durften. Vom Prinzip her. Und das ist nicht gerade einfach. Das mag hier noch einfach sein. Hoppala. Eine noch. Jawohl. Und da haben wir sie. So. Das war das erste Bonus-Level. Wir haben jetzt wieder 15 Münzen, aber können ja noch nichts kaufen, weil der komische Boomer ja auf jeden Fall 25 haben möchte. Na? Oder. Nehmen auch das Bonus-Level nochmal mit. Schnapp dir 15 Bananen. Ja, und hier bekommen wir Squawks. Steig mal ab. Okay. Zeit haben wir hier eine ganze Menge. Wir müssen allerdings sehr vorsichtig sein, wie wir uns bewegen, dass wir die beiden Bienen nicht berühren. Ja, jetzt geht's nämlich schon los. Das ist langsam, aber sicher. Ah! Schade. Ich habe so ein bisschen gerade den Eindruck, dass die Batterien von meinem Controller etwas nachlassen. Das wäre übrigens das erste Mal. Ich habe diesen Controller damals, kurz nachdem ich meinen GameCube bekommen habe, bekommen. Wann kam der GameCube raus? Ich weiß gar nicht mehr. 2002, 2003 oder so? Kann das sein? Ich habe den relativ früh bekommen. Und den Controller auch kurz danach. Das ist ein Wireless-Controller. Der originale vom GameCube. Krieg ich sowieso nicht mehr. Und,
Ich habe seitdem die Batterien nicht einmal gewechselt. Also, das Ding ist wirklich top. Das wird sehr eng. Nee, krieg ich nicht. Na, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Schnapp dir 15 Bananen. Ja, das kennen wir inzwischen. Aber halt in der Zeit da hochzukommen, ist halt auch relativ schwierig. Und dann wieder da runter. Ohne die Bienen zu berühren. Naja. So. Oh, das war knapp. Wir hätten fast die Biene gestriffen. Wir warten jetzt, dass sie unten erscheint. Oder wir nehmen die da oben. Ist auch in Ordnung. So. Und damit haben wir's. So. 16. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß des Levels. Denn das hier war nur die Ouvertüre. Hier verlieren wir auf jeden Fall unser Tierchen. Hier brauchen wir Dixie und fliegen hier mal eben rüber. Und haben auf jeden Fall keine andere Wahl, als Ellie mitzunehmen. Packen Perry aus, denn den brauchen wir, und werden hier rübergeschossen und sehen ein paar Ratten. Und Ellie denkt sich, oh scheiße. So, ich kann jetzt im Grunde Ellie nicht mehr steuern, ich kann nur springen. Und Perry muss überleben. Da sieht man die beiden, die wir im Abspann gesehen haben. So, und das war's. Und das ist im Grunde das Level. Wir müssen mit Ellie diesen Strampelpfad entlang laufen. Ich gehe mal kurz speichern, damit die Bonusmünzen gespeichert bleiben, falls wir Game Over gehen sollten, was ich für ziemlich wahrscheinlich halte. Das größere Problem ist, dass nicht nur wir überleben müssen, sondern auch Perry. Denn für Perry gibt es das letzte Bonuslevel in diesem Level. Und darauf sind wir natürlich angewiesen. Ganz klare Sache. So. Nächster Versuch. Level ist zum Glück nicht so lang, aber man muss es wahrscheinlich ein paar Mal lernen, um halt sich einigermaßen einprägen zu können, wo was ist. Hier zum Beispiel kommen die beiden Igel, das ist ganz klar. Hier zeigen einem die Bananen schon an, wo man springen muss. Vor allem die Verzögerung ist teilweise auch gar nicht mal so einfach, und Ellie hat ja auch einen Affenzahn drauf, das heißt, wir müssen teilweise auch den Weg mit einbrechen, den sie vielleicht noch... Ja. Sie springt ja nicht nur nach oben, sondern sie springt ja auch nach vorne. Und das ist teilweise auch noch relativ wichtig, dass wir das auch mit einberechnen und frühzeitig springen, um auch eine gewisse Höhe zu haben, wenn wir sie brauchen. Das sieht man dann gleich noch an. Merke, Kitty kann nicht fliegen. Dixie kann es auch nicht, sie kann nur schweben. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. So. So. Na, da bin ich zu früh gesprungen. Schade. Da kommt einer. Hark. Ja, dieses Level ist nicht gerade einfach. Vor allem, weil Ellie halt auch wirklich schnell läuft. Also das... Und man sieht halt so wenig vom Bildschirm. Das ist das Problem. Die Gegner kommen ziemlich plötzlich. Und man muss ja nicht nur auf sich selber achten und auf den Boden, sondern halt auch oben auf die Luft, weil Perry muss ja auch überleben. Und da schweben diese doofen Bienen. Hier wird es einfach mit Bananen angekündigt, aber ich glaube nachher nicht mehr. Ja, da war es schon wieder. Voll in den Gegner reingesprungen. Ach ja, ein schöner Level. Das Schöne ist, man muss natürlich auch noch dann das Bonuslevel schaffen. Man hat nur diesen einen Versuch nachher. Wenn man Perry denn ein bisschen ins Ziel gebracht hat.
Aha. Da nicht springen ist ganz wichtig. Das meinte ich. Da kommen die Gegner noch von oben. Wenn wir zu spät springen, springen wir eher noch nach vorne als nach oben. Es ist nicht unbedingt simpel, aber das ist auch so ziemlich das schwerste Level in der verlorenen Welt, finde ich. Wobei das auch, glaube ich, weitaus einfacher wäre, wenn man Parry nicht mitnehmen müsste. Ah, zu früh gesprungen. Und Game Over. Ein schöner Bildschirm. Und weggesperrt. Neuer Versuch, gut, dass wir gespeichert haben. Die Level müssten eigentlich noch gezählt haben, sodass wir uns jetzt einfach weiter damit befassen können, das Level überhaupt zu schaffen und nicht wieder jedes Mal diese doofen Bonus-Level am Anfang machen müssen mit den grünen Bananen. Nahtlos geht es weiter. Irgendwann werde ich diese Mäuse da vorne mit einem TNT fast wegsprengen. Nein, 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 nein. Das war Parry. Verdammt. Ach. Da hätte ich nicht springen dürfen. Bin es nicht gewohnt, dass ich jedes Mal erst mit Kitty anfangen muss. Aber ist klar, wenn ich mit Dixie reingehe und dann mit Kitty verliere, dass Kitty dann wieder der Erste ist. Weil ich ja meistens sofort ein Leben verliere. Also den Kong meine ich nicht ein Leben. Das Leben danach, aber erstmal den Kong. Also ich muss bei dem Ogre nicht springen, das nimmt Parry für mich mit. Sehr gut. Bravo. Hallo. Ich bin noch gesprungen. Was soll denn das? Da hatte ich, glaube ich, gerade etwas falschen Rhythmus drin. Und dieses Level kann man halt auch gar nicht anders machen. Also man kommt da, glaube ich, an dem Fass gar nicht vorbei. Ich renne immer in diesen komischen... Wie hieß der? Keine Ahnung. In dieses Vieh rein. Ja! Nein! Nein! Parry! Nein! Da hätte ich es geschafft. Man muss am Ende noch einmal springen bei der Biene. So ein Müll. Na gut, immerhin habe ich das Level schon mal beendet. Holen wir uns schon mal die DK-Münze. So. Haben wir nämlich das schon mal. So, wir bekommen hier für den Levelabschluss ein Zahnrad. Und dieses Zahnrad brauchen wir. 5 Stück davon. Hat man vielleicht auch schon im Bildschirm gesehen, wo ich gespeichert habe, dass da noch so 5 Fragmente sind, wo die Zahnräder reinpassen würden. Wofür wir die brauchen, das sieht man dann. Ich werde jetzt noch eben versuchen, das Bonuslevel zu holen, weil ich gerade in dem Level so schön drin bin, oder drin war zumindest. Wenn man es einigermaßen eingeprägt hat, dann geht es einfacher, als wenn man es ganz neu lernen muss. Ja, ist okay. Okay, da muss ich gar nicht springen. Ah, verdammt. Strampel getrampel.
Ich bin mal relativ ruhig in dem Level, weil dann kann ich mich besser konzentrieren. Das war fast richtig. Mir ist aufgefallen, dass es, glaube ich, ziemlich keine Biene vorher gibt, bei der ich springen muss. Ich glaube, ich muss wirklich nur bei der am Ende springen. Bei den anderen kann Perry auch unten durchfliegen. Und das spart mir teilweise sehr wichtige Berechnungen, gerade bei dem Typen mit dem großen Mund. Versuchen wir es nochmal. Da zum Beispiel kann Perry einfach unten durchfliegen. Ich spare mir die Sprünge für die Igel. Ja, das war klar. Hier auch. Sonst wäre ich ja genau wieder in den Typen reingesprungen. Da auch. Na, Mist, da war es schon weg. Da würde ich mir den Sprung auch theoretisch sparen. Und könnte dann sozusagen genau auf die beiden Typen draufspringen, die danach kommen. Wenn ich jetzt nicht gerade verliere, dann gehe ich jetzt auch nicht mehr Game Over, zum Glück, weil ich ja das Level einfach so beenden kann. Ich habe es ja schon abgeschlossen. Das heißt, wenn ich Perry verliere, dann war es das. Kann ich sofort Start und Selecten, sozusagen. Mal versuchen. Ach Mist, zu spät. Beziehungsweise zu früh gesprungen. Ärgerlich. Und mich ärgert es auch, dass ich am Anfang immer von diesem komischen Typen da getroffen werde. Jedes Mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da, schon wieder. Ich springe immer in den Rhein. Ach, Mist. Baby Ellie. Langsam mag ich dich nicht mehr. Also ich mochte dich sowieso nie, aber ich mag dich jetzt noch viel weniger. Ha! Geschafft. Mist. Zu früh. Über die Biene muss ich gleich überspringen, ja genau. Ich müsste es haben. Jawohl! So, nehmt's mir nicht übel. Aber. Nee, das machen wir anders. Nee, nee. Nehmt's mir nicht übel, dass ich das nochmal machen muss. Aber das ist es mir jetzt einfach nicht wert, das Level jedes Mal deswegen nochmal neu machen zu müssen.
Nur fix hierfür. Denn das ist nicht gerade einfach, dieses Level. Sei denn, man hat ein bisschen Glück, so wie ich jetzt gerade. Aber das ist zum Beispiel sowas. Das kann man auch gleich mal versauen. Und dann ist alles im Eimer. Da warte ich jetzt, die will ich nicht haben. Okay, doch, die will ich haben. Ich muss mich beeilen. 5, 4, 3, 2, 1. Das war klar, dass die noch da oben sein muss. 0. Und wir haben es, jawohl. So. Wir haben es. Sehr gut. War der Safe-Set auch gar nicht nötig, aber er war besser. So. Und damit würde ich sagen, beende ich den Part. Wir haben gut was geschafft. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.